Guten Morgen, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ich muss jetzt gleich erstmal das Stativ wieder dran machen, weil wir filmen nämlich jetzt die ganze Zeit ohne Stativ. Ich habe gerade mein Video für heute gedreht. Es ist eigentlich schon voll spät. Es ist nämlich schon 12 Uhr oder so. Und ich habe aber gestern durch unsere Geschichte da im Moviepark total vergessen, ein Video für heute zu drehen. Schande über mein Haupt. Aber egal, ich habe ein Video über meine Haare gemacht. Schaut da also gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich finde es ganz cool. Und Olli macht jetzt gerade Brötchen rein. Es ist gleich 12 Uhr. Ich muss jetzt mal schnell hier die Dateien rüberziehen, weil ich habe jetzt quasi eigentlich nur noch eine Stunde Zeit, bis ich das Video geschnitten habe und exportiert ist und dann hochgeladen. Es ist mit Sicherheit 1:30, also es kommt leider heute dann auch nicht pünktlich. Aber mein Gott, ist dann halt ausnahmsweise mal so. Und deswegen muss ich mich jetzt ein klein wenig beeilen. Ich habe jetzt gerade irgendwie Dateien rübergezogen von der Kamera auf meinen PC und jetzt sehe ich gerade, dass diese Kamera nur noch 8% Akku hat und da ich jetzt eh gerade am Video schneiden bin und nichts Spannendes passiert, werde ich jetzt die Kamera eben an die Ladestation anschließen. Es wäre nämlich doof, wenn die gleich einfach mittendrin ausgeht und ach Mädels. Guckt euch mal an, was die hier schon wieder veranstaltet haben. Da, das waren auch die Katzen da hinten und das war auch Mucki. Warum tust du sowas? Kannst du es nicht haben, wenn das hier mal ein bisschen ordentlich aussieht? Abgesehen davon und davon, weil das auch ihr wart. Och, Baby. So, meine Videos sind soweit zu Ende geschnitten, alle hochgeladen bis einschließlich Montag. Jetzt, heute ist ja Freitag. Bin ich sehr stolz drauf, dass das jetzt so gut geklappt hat. Es ist allerdings jetzt auch schon 8 Uhr. Also ich war da jetzt auch lange dran und habe auch zwischendurch immer wieder mal meine Serie geschaut. Und also hier True Blood schaue ich ja. Und ich bin jetzt mittlerweile schon bei Staffel 3, Folge 1. Und ich habe letzten Samstag erst angefangen. Aber gut, Olli hatte jetzt die Woche ja auch Spätschicht und oder hat Spätschicht. Und deswegen gucke ich halt auch die Serie alleine. Und eigentlich läuft die Serie auch nur noch bis Ende diesen, noch 14 Tage bis Ende diesen Monats. Bin gespannt, wie schnell ich die durchkriege, beziehungsweise ob ich die überhaupt noch durchkriege. Ansonsten muss ich die anderweitig gucken. Ich glaube, die gibt es auch bei Netflix oder so. Und ich werde jetzt auch noch überlegen, was ich mir zu essen mache, ob ich mir irgendwie Toastbrot oder so mache. Ja, ich weiß, ist auch nicht gesund, aber wir haben jetzt auch nicht so viel da und ich hatte keine Lust mehr heute einkaufen zu fahren, deswegen kaufen wir einfach morgen ein und eventuell kann auch sein, dass ich mir gleich noch Süßkartoffelpommes mache. Ich habe heute auch gesündigt, ich habe heute Chips gegessen und Eis. Ja, aber ab und zu muss es ja auch mal sein. Bin ich denn da so schwarz? Also ich glaube, ich muss mich nochmal an den Augen abschminken. Ich habe noch ein bisschen Mascara drauf. Tut mir sehr leid, meine Lieben. Ich habe nichts mehr gemacht heute Abend. Ich habe nur meinen Vlog zu Ende geschnitten, danach Serie geschaut, True Blood. Ich bin jetzt bei Staffel 3, Folge 4, muss ich weiter gucken. Also, ich suchte. Ja, Olli ist jetzt auch wieder da, wir waren gerade duschen, beziehungsweise Olli ist gerade noch unter der Dusche und ich habe jetzt schon Nanas Sachen zurechtgelegt, die werde ich ihr jetzt gleich noch geben und ich muss mein Auge gleich nochmal abschminken, das sieht irgendwie strange aus. Manchmal habe ich das Problem, dass ich die Theory Mascara nicht richtig runterkriege und dann sieht das so aus. Egal. Meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich den Vlog gerne beenden. Ich weiß, heute war wirklich gar nichts. Aber so ist das manchmal halt einfach. Da möchte man seine Ruhe haben. Ich habe nur ein bisschen Haushalt gemacht. So, Standardkram. An dieser Stelle möchte ich mich sehr fürs Zuschauen bedanken. Abonniert sehr gerne meinen Kanal.
Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Tschüss!